Moin moin aus dem wunderschönen Garten von Ehren. Ich hatte gerade ein bisschen Spaß, aber heute soll es wieder um Barbecue gehen. Und dazu habe ich mir wieder meine bessere Hälfte Rüdiger Brümmer eingeladen. Und der hat richtig geiles US-Beef am Start. Heute machen wir richtig leckere, geniale Short Ribs und dazu machen wir gefüllte Kartoffeln mit Kräutern. Dann machen wir ein richtig leckeres Hanging Tender. Dazu machen wir ein bisschen Pasta, Blattspinat, schön in brauner Butter geschwenkt. Habe ich richtig Bock drauf. Lasst uns loslegen. Moin Rüdiger! Ja. Sie ist ja immer noch da. Wieder. Wieder? Ja. Menschenskinder. Ja. Erstmal hi. Die Dame. Schön, dass du wieder da bist. Ja, ich hab's ja gedacht. Freue mich. Ich habe mich richtig wohl in der letzten Sendung mit dir gefühlt. Oh. Und eine gute das Unterstützung gewesen. Mal, und sie hat ja auch ein paar mehr Button wie du. Ja, da kommt noch einer dazu. Grüß dich. Moin. Was haben wir denn hier alles schon wieder am Start? Wir haben ja schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Ne? In der Zeit, wo du deine Grills verkaufst, haben wir ja ein bisschen vorgearbeitet. Wir machen ja heute einen Chuck Short Rib von US-amerikanischem Rind. Das dauert ja so seine Zeit. Wir haben das schon mal 3 Stunden drin und müssen das jetzt in Butcher Paper packen und dann nochmal für 1 Stunde da drin schmoren. Mit ja, Apfelsaft cool. Und dann kriegst du eine schöne Aromatik. Und dann finishen wir das nachher. Und dann haben wir natürlich noch einen Hanging Tender. Nice. Aber dazu kommen wir nachher später. Ja, geil. Also starten wir mit den Ribs. Die holen wir jetzt mal ran. Nice. Jo, das sieht aber schon so sehr gut aus. Dann haben wir bei 120 Grad. Haben wir den jetzt für 3 Stunden im Smoker gehabt. Ja. Und jetzt packen wir das in das zugeschnittene einfalten, ne? Butcher Paper. Du kannst den mal da rüber geben. Ich geb den da rüber. 1, 2, halt mal fest. 3:15. Schwupps. Kannst du das mal längs machen, bitte? Dreh auch noch hin. Sehr schön. Was hast du an Kräutern draufgehauen? Ich habe einen Zitronenthymian genommen, einen Rosmarin, Knoblauch. Salz und Pfeffer. Das war's eigentlich. Schmeckt schon sehr gut. Doch, ne? Die guten Long Jobs. Ist ja immer so ein Barbecue-Highlight. In den Staaten wird es, glaube ich, viel mehr gemacht. Total gehypt, ja. Ne, da werden ja auch Contests gemacht, etc. Ribs, Short Ribs, Briskets. Brisket. Brisket ist mit die Königsklasse, die ist auf jeden Fall. Genau, da gibt es ja so ganz bestimmte Regeln, Rauchring, etc. Wie unbedingt. Liegt es auf der Gabel? Ich habe da ja schon die wildesten Sachen gehört. So. Ja, dauert immer ein bisschen seine Zeit. Ja, im Prinzip brauchen wir für die Ribs 3 Stunden jetzt mal bei direkter Hitze. Jetzt kriegt er noch mal 50 Minuten mit dem Apfelsaft, das noch mal dämpft. Und hinterher lackieren wir den noch mal. Jo. Wir machen nicht nur Wassermelonenlack, wir lackieren sogar den. Sehr geil. Und dann finishen wir eigentlich. Ja, so, da muss man aufpassen, dass kein Loch reinkommt, damit es schön dämpfen kann. Jo. Und so kriegst du wirklich einen genialen Saft. Wir können auch nochmal aufs Butcher Paper eingehen. Das ist ja, früher haben die sehr gern Alufolie genommen. Alufolie setzt natürlich bei gewisser Hitze Giftstoffe frei. Und ist deswegen, für uns die Hölle, ne? Uns beide. Ja. Es wird noch sehr viel eingesetzt, aber das ist die beste Alternative und geht genauso gut. Oder Backpapier. Oder Backpapier. Funktioniert auch. Jo. Früher so eine Forelle in der Folie. Das war früher mal Backpapier, da gab es noch keine Alufolie, das war alles in Alufolie. Säure, Salz und Alufolie, nichts gut. Nichts gut, siehst du nachher auch. Und das packen wir jetzt für wie lange in den Smoker? Das geht jetzt mal 50 Minuten bei 180 Grad. Sehr gut. Wir können ja auch gleich nochmal aufs Hanging Tender eingehen und ich hole das mal hier rüber. Also Hanging Tender auf gut Deutsch ist Nierenzapfen. Das hat auch Wort. Ne? Richtig. Und Hanging Tender ist einfach cooler, deswegen sagen sie alle Hanging Tender, anstatt Nierenzapfen. Nierenzapfen ist immer irgendwie negativ behaftet. Genau, weil es ist tatsächlich ja da, wo die Nieren sitzen, das liegt mit dabei. Beim Veterinäramt haben wir letztes Mal schon besprochen, das gilt mit zu den Innereien, ist es aber nicht. Das ist ein ganz schöner, grober Muskel, wie man sieht. Hier geht eine Sehne durch, die schneiden wir gleich noch raus.
weil wir die Einzelteile dann grillen. Mhm. Die wird einfach nicht weich. Hat einen ganz tollen mineralischen Geschmack, richtig kräftig. Und das ist so ein Muss, was man mal machen muss. Okay. Ja, das dürfen wir gleich mal für euch zubereiten, ne? Das Besondere ist ja eigentlich, es gibt an jedem Tier nur einen. Genau. Im Prinzip musst du dir ja vorstellen, du hast den Nierenzapfen, sag ich so, liegt auf dem Rückgrat und ich habe schwarze Hände. Ja. Und dann kommt eigentlich das Filet schon als nächstes. Ne? Genau. Ah, okay. Alles klar. Okay. Ne? So, wir haben hier eigentlich die Mittelsehne. Die zieht sich hier durch und die müssen wir aber rausnehmen. Genau. Die graue Färbung kommt jetzt durchs Ablagern oder ist das, ich rede jetzt von der grauen Färbung hier, nee, da war sie, da außen. Hier außen. Das ist vom Vakuumieren, also das, okay, wurde, das wurde zu warm alles vakuumiert. Klar. Okay. Und da war, das sind ja die Vakuumierbeutel, die werden ja geschrumpft, kommen dann in ein Wasserbad und wenn die zu lange drin sind, dann hast du schon mal diesen Effekt, das musst du wegschneiden. Das ist dann so wie leicht angegart. Ja. Ja. Du siehst, es gibt ein schmaleres und ein dickeres Stück. Ja, das hatten wir bei der letzten Sendung bei Insights gehört ja genauso. Machen uns ja bestimmt gleich noch einen kleinen Taste auf der Feuerplatte. Wo landen wir da geschmacklich so? Ist das was ganz Eigenartiges oder? Ist schon wirklich ein kräftiger, wie du gesagt hast, mineralischer Geschmack, ne? Kann sich das eher so ein bisschen vorstellen, so ein Touch von Leber in die Richtung, wenn das ein bisschen kräftiger ist. Das kann man dann besser. Und es ist einfach kräftiger. Und diesen Geschmack hat man an keinem anderen Teilstück im ganzen Rind. Das ist wirklich exklusiv. Okay. Nur dieses Stück, was diesen Geschmack hat. Und das ist dann ja auch schon wieder extrem besonders. Das ist dann ja leicht. Genau, nachher machen wir das ja im Ganzen. Und deshalb sollten wir das jetzt mal als kleine Tranchen für uns auf die Feuerplatte schmeißen. Genau. Ohne Snack gehen wir ja hier sowieso nicht ins Grillen. Ja, wer beim Grillen verhungert, hat selber Schuld. Ja. Oder? So. Snack. So Norddeutsch Snack, ne? So, Gewürz hattest du ja schon, ne? Salz jo. Hat er drauf gemacht. Er hat schon einen sehr kräftigen eigenen Geschmack. Mhm. So, da das ja so eine krasse Aromatik auch hat, habe ich so gedacht, als Beilage machen wir nur ein Blattspinat, ein bisschen Schalotte, Knoblauch und Bandnudeln da rein. Und ein paar geröstete Mandeln wollte ich drauf machen. Oh ja. Super. Dann hast du eigentlich so mediterran, Kirschtomate. Und, aber diese kräftige Aromatik, wenn wir ein Parmesan haben, machen wir ein Parmesan drauf. Ne? Oder Pecorino oder was auch immer. Das passt eigentlich alles super. Genau. Sehr gut. Okay, was machen wir jetzt? Aber wir machen erstmal wirklich die Ribs raus. Die sind jetzt noch mal 50 Minuten mit dem Apfelsaft in dem Butcher Paper. Und dann nehmen wir gleich den Fond und nehmen ein bisschen Barbecue-Soße und dann glasieren wir den damit. Sehr gut. Dann wollen wir die Kartoffeln noch draufpacken drüben. Die Kartoffeln können wir jetzt schon reingeben, genau. Meine ich doch. Die Kartoffeln haben wir wie gemacht? Oh, erstmal haben wir die schön vorgekocht, dann haben wir die ausgehöhlt. Und die ausgehöhlte Kartoffel haben wir dann mit Creme Fraiche, Frischkäse und frischen Kräutern, einem Schuss Olivenöl und Zitrone abgeschmeckt, Salz, Pfeffer und dann wieder reingefüllt, zusammengemacht. Und jetzt kommen die wieder so richtig genial in den Smoker mit rein. Das gibt was lecker. Hast du schon mal das Stück gemacht? Ja, nicht nur einmal. Ja, ich muss ja mal fragen. Also, was das in Deutsch... meiner Oma mit nach Hause. Die Knochen. Ja, super. Also das US-amerikanische Rind, da kannst du Chuck Short Rib wunderbar von machen. Von europäischer Ware ist es halt oft immer noch ein Suppenfleisch. So, durch den Apfelsaft haben wir eine gewisse Süße. Und hier ist dann nochmal in der Barbecue-Soße diese Chipotle mit drin. Und die ist nicht so extrem räucherig. Die finde ich eigentlich sehr, sehr passend und sehr gut. Jawohl, und wir haben natürlich für euch da draußen auch wieder was Geniales zu gewinnen. Und zwar das komplette Fleischpaket. Und wir drücken euch die Daumen dafür und viel Spaß beim Nachtgrillen dann. Wir verlosen monatlich ein Grillpaket mit verschiedenen Cuts vom US Beef sowie Grillequipment von US Beef South Dakota.
Das lässt jetzt einfach einziehen oder wird es normal? Das geht jetzt nochmal bei 180 Grad, nochmal so 20 Minuten, also die Kartoffeln heiß. Au! Könnte heiß sein. Au! Gut. Wer nicht heiß anfassen kann, kann auch nicht heiß lieben. Richtig. So, circa 20 Minuten. So, dann machen wir ein bisschen von der französischen Baudet, von der Beurre. Butter ist immer gut. Ich würde den Spargel auch gleich machen. Dann haben wir ein bisschen Knoblauch und Schalotte. Ein paar Mandeln, die können wir gleich mitrösten, kriegen sie ein bisschen Farbe. Aber bei so einem Stück Fleisch würde ich schon einen Augenblick warten. Da würde ich locker auf 3 Minuten gehen und dann von jeder Seite noch mal aufs Brett packen. 3-4 Minuten brauche ich schon. Ruhen lassen und dann runterschneiden. Die Tranchen. Die Tranchen? Was du alles gelernt hast. Ja. Das ist in so kurzer Zeit. Das Hopfen und Malz doch noch nicht verloren. Also ich müsste keine 14 Tage da irgendwo in Augsburg sein. Oh. Also. Ich fordere den Test an. So, Howie. Should be ready, ne? Yes. Ich glaube, das ist ziemlich cool. Jo. Sie sehen schon, das sieht alles mega lecker aus. Wenn Sie zu Hause Lust haben, das nachts zu grillen oder nachts zu kochen, gibt es alle Rezepte mit allen Beilagen auf www.hamburg1.de zum Nachgrillen. Viel Spaß dabei! Mit der Folie im Apfelsaft und Apfelsaft ist eine super Kombination und dann mit der Glasur hervorragend. Das war heiß. Sieht mega gut aus von der Farbkombo her. Ja, und das ist ein bisschen mediterran, sommerlich. Mediterran, sommerlich, leicht. Es ist ganz leichte Kost, was wir uns hier reinhauen. Genau, vor allem die Short Ribs. Genau. Das sieht wieder alles mega lecker aus. Ich rieche schon. Ihr Lieben, was haben wir denn heute da Schönes auf dem Grill gemacht? Wir haben auf der Feuerplatte US Beef Hanging Tender gemacht und dazu noch ein bisschen Tagliatelle mit Spinat und Tomate gezaubert. Und US-amerikanische Chuck Short Rib im Long Job für 5,5 Stunden ungefähr gegrillt, glasiert nachher mit dem Apfelsirup und dem Fond und der Barbecue-Soße, dazu gefüllte Kartoffeln und grünen Spargel. Und. Wir haben wieder so viel hinbekommen. Lasst uns das jetzt probieren. Unbedingt. Ich habe gerade nach dem Besteck geguckt, aber wir sind auch ein bisschen locker drauf mit den Händen. Und let's go. Guten Appetit. Guten Appetit. Wir haben ja Messer genug. Mega gut. Ihnen da draußen wünschen wir einen schönen Abend. Wir genießen jetzt noch den Feierabend. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das ist dann mein Teller. Ihr wolltet ja nichts mehr, ne? Denk mal ein.